dass es absolut notwendig ist, sich mal selbst zu überprüfen und kritisch zu hinterfragen, hey, wie schaffe ich es denn jetzt doch, diese Inhalte mir anzuschauen oder das durchzuarbeiten, mich dort weiterzuentwickeln. Und wenn du wissen willst, wie du dort eine Abkürzung findest, dann hör jetzt genau zu. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Jeder Unternehmer hat in irgendeiner Art und Weise schon mal mit dem ganzen Thema Online-Kurse, Online-Coachings zu tun gehabt und viele haben das auch schon genutzt, viele auch nicht. Was ganz spannend ist, es gibt mittlerweile klare Zahlen und Richtlinien darüber, dass 97% der Online-Kurse, die gekauft werden, das betrifft alle Online-Kurse, nicht nur ausschließlich für Unternehmer, aber alle Online-Kurse, nicht genutzt und angeschaut werden. 97% aller Kurse werden nicht genutzt und angeschaut. Das ist in etwa vergleichbar mit dem, was in der Fitnessindustrie häufig passiert. Ja, viele Mitgliedschaften werden gekauft, damit man sagt, hey, ich bin hier angemeldet, aber ob man es dann nutzt, steht auf einem völlig anderen Papier. Zeigt einfach, dass es absolut notwendig ist, sich mal selbst zu überprüfen und kritisch zu hinterfragen, hey, wie schaffe ich es denn jetzt doch, diese Inhalte mir anzuschauen oder das durchzuarbeiten, mich dort weiterzuentwickeln. Und wenn du wissen willst, wie du dort eine Abkürzung findest, dann hör jetzt genau zu. Der erste Grund, warum es häufig nicht klappt, das hat ehrlicherweise gar nichts mit dir zu tun. Ja, häufig ist es nämlich so, dass ein reiner Online-Kurs komplett aus der Konserve ist. Ja, das ist für eine Person, die das entsprechend konzipiert und einstellt, natürlich super, aber es kann natürlich auch automatisch dazu führen, dass alle Dinge, die auf dem Wegesrand passieren, gar nicht irgendwie in Interaktion gestellt werden können. Das heißt, du hast eine Frage, du hast ein Thema, dann geht das vielleicht irgendwie über den Support, aber vielleicht gibt es sowas noch nicht mal. Es ist einfach nicht in deiner Hand. Die Herausforderung ist also gerade diese fehlende Individualität, dieser Mangel an persönlicher Interaktion sorgt automatisch dafür, dass die Umsetzungsquote dramatisch und wirklich dramatisch sinkt. Denn ganz einfach, ob du allein ins Fitnessstudio gehst oder ob du einen Personal Trainer hast, wird entsprechend natürlich auch automatisch auf die Geschwindigkeit deiner Umsetzung einzahlen. Das heißt, eine Truppe zu haben von Leuten, mit denen du irgendwie sprechen kannst oder auch entsprechend den Gastgeber des Kurses, das bringt einfach viel, viel mehr. Wenn das nicht gegeben ist, dann musst du dich teilweise auch nicht wundern, warum es nicht funktioniert. Ein weiterer Grund, warum es ganz, ganz häufig nicht funktioniert mit der Umsetzung und vor allem auch mit den Ergebnissen, ist das ganze Thema der technischen Herausforderung. Ja? Jetzt sollte man meinen, hey, ich drücke da irgendwie auf Start und dann werde ich dann irgendwie durchgeführt und dann geht's los, aber so leicht ist es oft gar nicht. Häufig scheitert es schon daran, irgendwie die Bezahldaten vernünftig zu hinterlegen, dann entsprechend die Freischaltung zu bekommen. Es gibt immer wieder irgendwelche Themen, dann sind die Sachen vielleicht nicht mobil optimiert oder bla 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 bla. Es gibt einfach tausend Sachen und ja, irgendwann sagt man sich dann, ja komm, so teuer war es ja gar nicht, dann wird es schon okay sein und naja, dann schaue ich mir das später nochmal an, aus dem später wird dann irgendwann nie. Macht also gar keinen Sinn, wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich diese Ergebnisse haben, dann musst du natürlich auch für dich überprüfen, hast du auch entsprechend das Umfeld und die Umgebung, um diese Dinge auch zu bewerkstelligen. Ja? Und wenn schon technisch irgendwelche Dinge dagegen sprechen, dann stellt sich natürlich insgesamt die Frage, naja, bist du da auch wirklich richtig aufgehoben? Deswegen nimm da manchmal auch einfach dich selber so ein bisschen mit in die Verantwortung, überprüfe, hast du da kritisch nachgefragt? Ja, geht das überhaupt? Ja, kannst du es technisch lösen? Technisch lösen heißt doch manchmal einfach, kannst du zu gewissen Zeiten mit entsprechenden Endgeräten an einem Ort sein, wo du entsprechend Internet hast? So, wenn das nicht möglich für dich ist, ja, ist es vielleicht einfach nicht der richtige Rahmen für dich. Ja, vielleicht brauchst du dann wirklich andere Dinge, die für dich besser funktionieren und da ist jeder unterschiedlich vom Typus her, aber du musst für dich natürlich rauskriegen, hey, wo finde ich die Inhalte, die ich entsprechend brauche und wo muss ich mich vielleicht auch ein bisschen anpassen, um das entsprechend hinzubekommen. Und ehrlicherweise, aus technischen Gründen es nicht zu schaffen, ja, da liegen die Hausaufgaben meistens leider bei dir. Der häufigste Grund, warum es nicht funktioniert, dass jemand ein Online-Coaching oder Beratungsleistung vernünftig umsetzt, ist tatsächlich die Ablenkung der Umgebung. Es ist aus meiner Sicht extrem schwierig, in dem normalen Tagesgeschäft, dem Wirrwarr, dem Chaos, was dort teilweise herrscht bei den Unternehmen, es überhaupt hinzubekommen, sich zu konzentrieren. Dann zu sagen, zusätzlich bilde ich mich dort noch fort, am besten in einem Großraumbüro oder wo unterschiedliche Parteien mit drin sitzen, telefonieren, sprechen, untereinander aktiv sind. Wie ist es möglich? Ja, es hat ja irgendwie einen Grund, warum in der Schule es meistens relativ ruhig ist, außer wenn ja eine entsprechende Diskussion läuft, aber das kommt ja nicht von ungefähr. Und deswegen hier zu sagen, hey, ich setze mich da jetzt an meinen normalen Arbeitsplatz oder ja, ich schaue einfach, dass ich das während des Tagesgeschäfts irgendwie unterbekomme,
ist meistens schwierig und damit schon vom Tag 1 an zum Scheitern verurteilt. Das heißt, wenn du es nicht mal hinbekommst, dir die Ruhe vor Ort zu organisieren oder dich mal so rauszuziehen, dass das Tagesgeschäft läuft, ohne dass du da jeden Tag Einfluss drauf nehmen musst und dass du nicht mal einer Fortbildung nachgehen kannst, dann hast du eh schon andere Themen. Ja, deswegen ist es eine ganz, ganz klare Empfehlung für dich. Überprüf das wirklich kritisch. Kriegst du die Sachen mit da rein und natürlich auch gibst du der Sache die entsprechende Priorität. Denn du kannst natürlich nicht sagen, ja, ich mache das nach der Arbeit oder ich mache das irgendwie mal später oder ich mache es vielleicht in ein paar Jahren. Du willst ja diesen Punkt für dich endlich gelöst haben. Das heißt, es gibt kein später. Die Frage ist eigentlich nur, warum hast du deinen Fokus und deine Priorität noch nicht auf dieses Thema gelegt? Und wenn du dort kritisch mit dir bist und dann wirklich nochmal deinen Kalender reinschaust, findest du in der Regel auch häufig die Antwort, die es braucht, um dann auch entsprechend voranzugehen. Deswegen nochmal ganz klare Message an dich. Dein Tagesgeschäft darf dich nicht von deiner Fortbildung abhalten. Das musst du wirklich ganz krass voneinander trennen. Denn alles, was du an Fortbildung und Weiterentwicklung machst, brauchst du notwendigerweise, um entsprechend auch voranzukommen, um dort deine Sachen so zu gestalten, dass dein Tagesgeschäft auch leichter wird. Wenn du dich immer wieder davon überrennen lässt, keine Chance. Deswegen überprüfe einfach deine Prioritäten, schaffe den Rahmen und dann wirst du es auch leichter haben, die Sache entsprechend bis zum Ende durchzuziehen. Ein weiterer Punkt, der meistens sehr, sehr hart zu Buche schlägt, ist das ganze Thema Teilnehmerstruktur. Wir haben selber auch die Erfahrung gesammelt, dass es unterschiedliche Unternehmerstufen gibt in den unterschiedlichsten Bereichen, wo man sagt, hey, dieses Thema ist für alle interessant, dieses Thema ist etwas spezieller und andere Themen gegen, ja, die besprichst du wirklich erst unter einem gewissen Level. So. Und jetzt musst du für dich auch einfach mal überprüfen, erstens, hast du überhaupt die Möglichkeit zu diesem Austausch? Und zweitens, und das ist meistens der entscheidendere Punkt, hast du dort auch eine Dynamik, die entsteht? Ja, hast du da irgendwie auch wirklich ja, eine Gruppe von Leuten, die in dieselbe Richtung rennt? Haben die alle dasselbe Ziel? Und so eine Gruppendynamik hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf dich. Es ist viel leichter, in einem Teamsport erfolgreich zu werden, als in einem Individualsport. Warum? Wenn du eine Teamdynamik hast, dann wird die dich automatisch an den Stellen, wo du mal nicht so gut kannst, mittragen. Diesen Vorteil hast du im Individualsport niemals. Dort gibt es kein Team. Du bist immer auf dich selbst gestellt und musst immer zusehen, dass du alleine deine Sachen durchziehst. Das heißt, deine Selbstdisziplin ist viel, viel härter gefragt. Auf der anderen Seite, wenn das insgesamt das Team schlecht läuft und du bist der Einzige, der da bereit ist, Vollgas zu geben, wirst du auch niemals diese gläserne Decke durchbrechen. Mach dir also wirklich bitte beide Seiten klar. Hast du dort einen Kreis von Unternehmern oder ja auch entsprechend Teilnehmern, wo du reinkommst und einfach genau weißt, hey, hier passe ich rein, das ist genau mein Level, das sind die Stufen, in denen ich mich gerade bewege und ja, da bin ich wie der Fisch im Wasser, das passt einfach. Oder bin ich vielleicht viel zu klein oder vielleicht viel zu groß? Habe ich komplett andere Anforderungen? Wenn du da wirklich auch mal kritisch mit dir selbst bist und überprüfst, hey, passt das, geht das in die richtige Richtung, dann kannst du dort auch dich viel leichter entfalten. Denn nochmal, am Ende des Tages geht es darum, dass du komplett egoistisch bist und deine Sache bestmöglich durchziehst. Wenn du das als Grundlage einfach mal annimmst, dann ist die Gruppendynamik wichtig, aber nur ein Teil des gesamten Bildes. Einer der Punkte, die wir vor allem auch immer wieder sehen und was für uns sicherlich auch ja, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ausmacht, ist die mangelnde Selbstdisziplin und Eigenverantwortung. Das ist etwas, was den Menschen einfach innewohnt. Warum? Weil wir stets auf der Suche danach sind, wie wir selbst unseren größten Vorteil haben. Und das ist doch vollkommen okay. Das ist nichts Schlimmes dran, das ist nichts Verwerfliches dran. Nur ist unser Muskel, der das ganze Thema Disziplin steuert, eben ein Muskel. Und wenn dieser permanent überbeansprucht wird, dann hat er irgendwann keine Energie mehr. Das heißt, ja, Disziplin ist zum einen erlernbar und konditionierbar, aber zum anderen kann Disziplin auch aufgebraucht werden. Das heißt, du musst hier für dich natürlich auch überprüfen, wie viel Disziplin kostet es dich, diese einzelnen Dinge jeweils umzusetzen. Und wenn du für dich ganz klar merkst, hey, es kostet mich wahnsinnig viel Disziplin, all diese Dinge einzuhalten, dann ist doch die Frage, hast du Disziplin in der Form überhaupt schon mal gelernt? Kennst du die Grundstruktur? Weißt du überhaupt, wie du das Ganze umsetzen kannst? Weißt du, wie du dein Leben insgesamt leichter machen kannst? Und wenn das nicht gegeben ist, dann fehlt dir doch per se die Voraussetzung. Und nochmal, das ist überhaupt nicht schlimm. Und wir haben das mittlerweile in allen Altersstufen erlebt, in allen Größenordnungen, Formen und Farben. Es gibt Leute, die sind teilweise in einigen Bereichen sehr, sehr, sehr diszipliniert, in anderen Bereichen aber überhaupt nicht. Häufig ist es dann unsere Aufgabe, das entsprechend zu transferieren und Disziplin von dem einen Bereich auf den anderen Bereich umzulenken.
Das bringt wahnsinnig hohe Synergieeffekte und vor allem sorgt es dafür, dass dir gerade unternehmerisch deutlich leichter fällt, auch harte und große Entscheidungen zu treffen. Deswegen ganz klares Thema. Wenn du merkst, dass deine Disziplin sehr gefordert ist und du dort immer wieder Probleme hast, stell dir die Frage, ob du die Grundstruktur, wie man diszipliniert ist, wie man strukturiert Dinge abarbeitet und umsetzt, ob du das überhaupt jemals gelernt hast. Wenn das nicht gegeben ist, dann lerne das. Setz dich damit auseinander, mach deine Hausaufgaben und sorge dafür, dass du damit ein Fundament schaffst, was insgesamt für dich, sowohl in deinem privaten als auch deinem beruflichen Umfeld, dich enorm nach vorne bringen wird. Ich kann es dir versprechen, die Disziplin und die Verantwortung selbst zu erlernen, zu managen und auch entsprechend damit ja, würdevoll umzugehen, das ist einer der wichtigsten Schlüssel, die du als Unternehmer einfach haben musst in deinem Portfolio. Wenn du das gemeistert und gelöst hast, werden ganz, ganz viele Dinge, die danach erst kommen, dramatisch leichter werden. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal herausgreifen. Du allein triffst deine Entscheidung. Du alleine manifestierst, ob etwas passiert oder etwas nicht passiert. Das heißt, wenn Dinge nicht getan werden, dann hast du bewusst eine Entscheidung getroffen, es nicht zu machen. Und der einfachste Weg, um die Dinge dennoch umzusetzen, ist, es dir leichter zu machen. Das heißt, wenn du es schaffst, dir es immer leichter zu machen, die Dinge umzusetzen, wenn du dort Routinen baust, Strukturen reinbringst und vor allem die Eintrittsschwelle des Ja-Sagens leichter machst als die Hürde des Nein-Sagens, dann kannst du nur gewinnen. Deswegen schaffe dir dort wirklich einen Rahmen, in egal welchem Feld, dass dir immer leichter fällt, Ja zu sagen als Nein zu sagen. Je leichter diese Eintrittsschwelle ist, desto eher wirst du das Ergebnis haben und daraus auch entsprechend die Früchte ernten können. Das heißt nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen und ich weiß, ich wiederhole mich und ich habe es bestimmt jetzt schon in dieser Art und Weise 30, 40 Mal in dieser Folge gesagt, schaffe dir einen Rahmen, der es dir leicht macht. Wirklich, ja, ich habe das für mich bei BMX-Fahren damals schon gemacht, im Profisport, ja, mein Fahrrad stand einfach neben meinem Bett, Punkt. So, es stand dann einfach da. So, ich hatte lange Diskussionen mit meiner Frau, dass wir das dann irgendwie mal verändern, dann stand es irgendwann nicht mal mehr neben dem Bett, dann stand es auf dem Flur, der erste Raum nach dem Schlafzimmer, so, ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ich musste trainieren gehen. Ja, ich habe es mir jedes Mal angeschaut und dachte mir, ach, nee, kannst du doch nicht hängen lassen. Komm, ab von der Wand und los geht's. So, und so hat sich das einfach entwickelt. So, und immer weiter, ja, habe ich das einfach gemacht. Unternehmerisch genauso. Ja, ich habe mir bewusst Strukturen geschaffen, dass es mich nicht irgendwie fertig macht, ja, eine 30-Stunden-Woche umzusetzen. Das geht leicht von der Hand. Du bist konzentriert, hast deinen klaren Fokus und weißt einfach, was zu tun ist. Und diese Struktur musst du dir schaffen, anders wirst du es nicht hinbekommen, alle Dinge, die du insgesamt lernen willst, voranzubringen. Deswegen knüpfe deine Ziele und Ergebnisse wirklich auch an dein Vorhaben. Ja, lege dir dort wirklich harte Deadlines hin, sag dir, hey, ich will das zu dann machen, überprüfe, wie häufig du das hinbekommst, mach dir eine einfache Struktur, mach dir einen einfachen Rahmen und ich verspreche dir, du wirst deine Umsetzungsqualität nach und nach schärfen, du wirst dich nach und nach weiterentwickeln und verbessern und damit schaffst du automatisch den Rahmen, großen Dinge auch insgesamt voranzubringen. Deswegen lass uns die drei wichtigsten Punkte noch einmal kurz beleuchten. Erstens, schaffe eine für dich richtige Auswahl. Ja, geh in die Themen entsprechend rein, die für dich umsetzbar und möglich sind. Zweitens, schaffe einen Rahmen, der dich auch fordert. Wenn es zu leicht ist, macht es auch keinen Sinn. Deswegen, du brauchst etwas, was dich ans Limit bringt und vor allem auch über deine Grenzen hinweg trägt. Und drittens, sei selbst ein Vorbild. Ja, sei nicht die Person, die irgendwie hinterher rennt, sondern ja, mach es dir zur Aufgabe, vorne mit am Start zu sein, vorne entsprechend mit vorauszugehen, um damit einfach auch das für dich beste Ergebnis zu erzielen. Und wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden, möchte ich genau in dieser Form auch so umsetzen, dann geh auf raikhahn.de/print-report. Schau dir unsere Methode an, mit der du es schaffst, deine Arbeitszeit nachweislich zu reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne zu steigern. Und wenn du sagst, alles klar, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Standardsachen. Ich will jetzt wirklich was haben, was zu mir passt. Ich will einen einfachen Rahmen haben. Dann lass uns schauen, wie wir diesen Weg für dich gemeinsam bereiten können. raikhahn.de/print-report.